Okay, das heißt, wir nehmen jetzt den Sektor ein. Sobald wir wenigstens eine Metzgerei gebaut haben. Und ja, ich glaube, mit Weizen brauche ich dieses Jahr gar nicht anfangen. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Es gibt kein Zurück. Und ja, der Bär ist stark. Ei, auf euren Befehl. Aber zum Glück heilt der Bär, soweit ich weiß, sich nicht. Alles klar. Gut, gehen wir erstmal zu Tordal. Wie ihr wünscht. Wobei ich wollte den Sektor einnehmen. Alles klar. Wie ihr wünscht. Ja, so, ja, der Bär heilt sich doch ziemlich schnell sogar. Und vergreift sich hier an den Tieren. Okay, jetzt zu Tordal. Sofort. So, Wurst. Also ja, wenn wir das hier unten noch einnehmen würden, dann hätten wir keine Probleme mit... Ihr müsst Tordal sein. Mein Herrscher bittet um eure Hilfe. Ha! Ich wusste, dass ich früher oder später von eurem Herrscher hören würde. Crimson Sabbat, die rechte Hand des Roten Prinzen, hat die jungen Heißsporne unter meinen Leuten aufgewiegelt. Sie hat sie überzeugt, Raubzüge gegen euch zu führen. Und während sie unterwegs sind, hat Sabbat mit ihren Truppen unsere fruchtbarsten Territorien für ihren Roten Prinzen eingenommen. Beweist mir, dass ihr mehr Ehre im Leib habt als Crimson Sabbat. Vernichtet ihre Außenposten in Zwenanga und Mostal und erobert unsere Territorien zurück. Wir haben ein Territorium eingenommen. Wie ihr wünscht. Ja, das hier ist Mostal. Ist gut verteidigt von Crimson Sabbat. Auf euren Befehl. Verstanden. Ja, hier sind nur Gletscher. Auf euren Befehl. Hier ist ein Dorf. Verstanden. Die unbekannt sind. Sofort. Sofort. Auf euren Befehl. Dann gehen wir jetzt mal da runter in das Gebiet. Gucken mal nach denen. Na, dafür nimmt er den Weg hier oben. Okay, das ist Arumsrand. Also Arumstrand, Coast of Arum. Gut, eigentlich könnte ich doch noch mit der Weizenfarm anfangen schon mal. Also auf jeden Fall hier mal Eisen. Dass ich nicht aus Versehen die Eisenmine zubaue. So, das sind jetzt 7.
So. Das müsste an Weizenfeldern reichen. Dann brauchen wir hier einen Schäfer. Hier einen Schäfer. Und einen Steinmetz. Nahrungsbeschaffung sieht in Ordnung aus. Wir können uns einen zweiten Räucherer leisten. Tierkörper für Kleidung kriegen wir jetzt auch mittlerweile. Du hast noch keine Straßenanbindung, sehe ich gerade. Das ändern wir mal rasch. Wenn wir nämlich an die Straße auch das hier errichten. So, was würden die mit uns handeln? Hier würden wir Schafe kriegen. Das ist gut. Oh ja, wir kriegen keinen Weizen mehr. So, Schafstall. Einem Schafhirten fehlt es an Schafen. So. Kann ich dazwischen noch eine Straße bauen? Nein. Na, ist egal, brauchen wir eh keine. So. Alles klar. Schon unterwegs. Gucken wir uns mal den gegnerischen Außenposten hier an. Der ist genauso verteidigt. Alles klar. Wie der andere. Ja, Torda ist unser Verbündeter, bringt uns allerdings nicht viel. Ah, Jungs, ich bin nur auf der Durchreise. Lasst mich in Ruhe. Alles klar. Verstanden. Schon unterwegs. Verstanden. Wie ihr wünscht. Wobei, einem der beiden Außenposten können wir nach und nach die Leute wegnehmen. Während wir selber darauf warten, dass unsere Stadt wächst. Sofort. Gerberei ausbauen. Die Räucherei ausbauen. Schaffarm und Steinmetzhütte ausbauen. Verstanden. Alles klar. Hier würde es sogar Kühe geben. Schon unterwegs. Also, ja, sagen wir mal so, hier hätten wir mehr als genug Land. Ich werde angegriffen. Jawohl. Wechselt auf die gerechte Seite. Ihr kämpft für meine Leute. Ich werde euch unterstützen. Ei. Ihr kämpft für meine Leute. Ich werde euch unterstützen. Sofort. Zieht euch lieber zurück erstmal. Auf euren Befehl. So, jetzt haben wir einen Trupp schon mal. Ja gut, Tordal wird jetzt die restlichen Gegner töten. Hier. Oder einfach in den Tod laufen. Er hat übrigens richtige Wikinger als Truppen. Also Axtwerfer und Axtkämpfer. Anders als Crimson Sabbat, die noch ganz normale Schützen und so hat. Sofort.
Und ja, das war eigentlich jetzt nur so nicht von mir geplant. Naja, jetzt wäre das Ding schon mal leer, dass wir es einnehmen könnten. Wenn wir denn dabei irgendwann Truppen haben. So, Räucherei Gerberei weiter ausbauen. Ich würde halt gerne den Bären loswerden, aber der Bär, der wird mich töten. Ja, für die erste Ausbaustufe bei der Burg brauche ich eh noch mehr Stein. Dafür wäre schon mal die erste Wolle da, um einen Weber zu errichten. Ei. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Sofort! Alles klar. Nein, das auf der Seite. Doch, gerade so. Da war was Grünes. Ich habe was Grünes gesehen. Ich werde stets mein Bestes geben in euren Diensten. So. Jetzt haben wir hier wenigstens eine Straße durch. Da können wir hier dann noch Kuhweiden hinbauen, um an Käse zu kommen. Schon unterwegs! Gut. Das heißt, wir erkunden jetzt mal noch das restliche Umland. Ich glaube, viel mehr gibt es ja auch nicht zum Erkunden. Also ja, ich glaube, da hinten war noch eine Stadt. Ja, die Stadt hier... wir von Crimson Sabbat gehalten. Das hier ist hier Hauptaußenposten in Armstrand. Alles klar. Verstanden. Ja, jetzt muss ich mich dann ums Militär mal kümmern. Eisen kriege ich ja jetzt rein, ja. Bin auch immer noch zu wenig, weil ich die Eisenhütte nicht ausgebaut habe, richtig? Erstmal in erster Linie, um den Bären loszuwerden. Wie ihr wünscht. Alles klar. Sofort. Gut, erkunden wir noch das letzte Gebiet und schicken ihn zurück in die Hauptstadt. Also in unsere Stadt. Auf euren Befehl.
So, das wäre dann der Hafen von Ulrichburg. Schon unterwegs. Wie ihr wünscht. So, sobald er jetzt dann wieder... Also wir haben jetzt alles erkundet. Wir wissen, wo Crimson Sabbat ihre drei Außenposten hat. Zwei davon müssen wir zerstören. Und ja, da ist eine Stadt, die uns jetzt nur unbekannt ist. So wie die anderen beiden auch. Also wir wissen, dass sie da sind, aber wir sind... Wir können sie nicht sehen. Also wir können nicht sehen, was bei ihnen so vor sich geht. So. Gut. Hakim ist wieder angekommen. Das heißt, ich schnell speichere hier einfach mal. Und dann machen wir einen Cut. Und sehen uns gleich wieder.